Ja, servus Leute. Wir kommen aus. Was zum Teufel? Ich wollte das Licht hier nur umstellen. Funktioniert nicht, ja. Sieht besser aus so, glaube ich, oder? Boah. So. So, jetzt Mikro an. Leute, willkommen in St. Petersburg. Ich bin gerade angekommen. Und ihr fragt euch sicherlich, was macht der Idiot in St. Petersburg? Und wahrscheinlich haben die Schlonnenfüchse von euch oder unter euch schon gesehen, dass ich einen Vlog aus St. Petersburg für euch gemacht habe. Ich habe nämlich am Anfang der Reise, das war Mittwoch, was ist denn heute, der 26. Februar, in meiner Story gefragt, ob ihr Interesse an einem Vlog habt aus St. Petersburg, zur Shisha-Kultur in St. Petersburg. Und vor allem am Wochenende, und zwar vom 28. bis zum 1. März, glaube ich, 28. Februar bis 1. März, findet die Hookah Club Show in St. Petersburg statt. Ihr fragt euch sicherlich, was ist die Hookah Club Show? Oder ein paar werden natürlich wissen, was die Hookah Club Show ist. So nicht. So nicht, mein Junge. Das ist das russische Pendant zur Shisha-Messe in Deutschland. Und die findet einmal jährlich in St. Petersburg statt und ich war noch nicht hier. Ich war bisher zweimal in Moskau, einmal zum John Galliano Summer Festival und einmal zum Christmas Sale. Und jetzt bin ich zum ersten Mal in St. Petersburg und bin verdammt nochmal gespannt, was auf mich wartet, was die Messe mit sich bringt, was St. Petersburg als Stadt vor allem zu bieten hat, was Sightseeing angeht, was Shisha angeht, was Shopping angeht und ja. Kurz ein paar Facts, wo ich gerade bin. Ich bin gerade im Hotel angekommen, wie gesagt, und bin jetzt, glaube ich, 2 Stunden im Flieger gewesen von Frankfurt, Direktflug nach St. Petersburg. Habe jetzt gerade meinen Koffer so ein bisschen ausgepackt, einen Rucksack ausgepackt. Ich werde gleich noch ein bisschen was für das IGTV-Video schneiden, was wahrscheinlich in der Vergangenheit schon rausgekommen ist, wenn ihr dieses Video hier seht. Und dann geht's auch schon ab in die erste Bar. Und zwar ist das die Nuahule Electro. Die ist relativ nah an unserem Hotel. Und zwar ist unser Hotel direkt an dem Messegelände. Und da werden wir gleich hinfahren. Da wird es ein paar leckere Pfeifen geben. Ich freue mich nämlich wieder extrem. Ich bin ein totaler Fan von der russischen Kultur, vom Kopfbau, von den Setups, von den Pfeifen, vom Tabak, alles drum und dran. Und deswegen freue ich mich sehr. Ich habe auch echt Hunger. Ich denke, wir gehen gleich vorher noch was essen und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß in diesem Video und lasst mir gerne Feedback oder lasst uns gerne Feedback, weil das ist ja unser Kanal. Der Yannick ist nicht hier, das auch noch als Info. Der Yannick wird in diesem Video nicht dabei sein, also wenn ihr mein Gesicht nicht nur sehen wollt, dann schaltet jetzt ab. Spaß, es wird cool, bleibt dran, viel Spaß euch und später. So, Playboy Carti Rage ist vorbei. Ich bin jetzt noch im Hotel. Hab gerade die Aufnahme gedreht, die ihr gerade gesehen habt. Übrigens soll ich euch von dem Boy hier oben grüßen. Stresspickel oder was. Auf jeden Fall, Outfit of the Day wollte ich euch nur kurz zeigen. Ich werde mich jetzt nämlich noch fertig machen. In St. Petersburg ist ordentlich kalt. Und zwar geht's jetzt gleich, wie gesagt, in die Lounge. Hier ruft schon irgendjemand wieder an. Ich hoffe, das sieht man. Liebe Grüße an Hooker DM an der Stelle. Ich werde jetzt noch nicht dran gehen, ich werde dich gleich zurückrufen, Digga. Aber ich mache mich jetzt fertig, gehe dann gleich runter und dann sehen wir uns später wieder. So Leute, gerade wurde was gegessen. Klassisch russisch. Ich habe jetzt keine Aufnahmen gemacht, aber wir sind jetzt auch direkt weiter in die Lounge. Und zwar in die Nuahule Electro Lounge. Die ist in St. Petersburg relativ nah an dem Messehotel, wo ich bin. Ich nehme euch einfach mal mit und zeige euch mal so ein paar Aufnahmen von innen. Viel Spaß.
Leute, guten Morgen zusammen. Nächster Tag, Tag 2 in St. Petersburg, fängt gerade an. Wir bewegen uns einmal zum Spiegel, dann seht ihr mich auch. Gestern Abend war ich in der Noah Hule Elektro Lounge mit dem Dominik, mit dem Simon, mit dem Marc und so weiter und so fort. Da waren echt einige Jungs dabei. Sakamoto war übrigens auch dabei. War ein cooler Abend. Die Lounge war extrem cool. Also hat sich auf jeden Fall gelohnt, da hinzugehen. Ich habe mich jetzt gerade fertig gemacht. Wir befinden uns, wie gesagt, an Tag 2. Und ich werde jetzt gleich in die Stadt fahren, ein bisschen Sightseeing machen. Werde mir vorher aber noch was zu essen holen. Und ja, ich nehme euch heute wieder natürlich mit. Stimmt es hier eigentlich mit dem Licht? Ich glaube ja, so ist besser. Ich werde euch heute natürlich wieder mitnehmen und werde euch ein paar Sachen zeigen in der St. Petersburger Innenstadt. Ich denke, heute werden wir auch wieder ein paar Lounges besuchen. Aber ansonsten wartet heute Abend auch noch die Alfacher Opening Party für die Hooker Club Show an. Schauen wir uns auch zusammen an. Ich denke mal, die Kamera wird heute komplett den Tag dabei sein und dann wünsche ich euch viel Spaß dabei. Arcade. Thank you.
So Leute, der erste Tag auf der Hooker Club Show in St. Petersburg ist jetzt vorbei. Es war der B2B-Tag, ist immer am ersten Tag des Wochenendes quasi, dass es nur für Händler ist, also Großhändler oder Shopbesitzer. Und Samstag und Sonntag sind dann die ganz normalen Tage, wo dann auch Endverbraucher auf die Messe können. Ja, mein erstes Fazit zu der Messe ist das, dass ich das auf jeden Fall gefeiert habe. Ich war ja schon zweimal in Russland, zweimal in Moskau. Es waren jeweils die John Caliano Festivals. Jetzt bin ich zum ersten Mal in St. Petersburg für die eigentliche Messe, Hooker Club Show. Find's extrem cool, dass es andere Produkte gibt als in Deutschland. Mittlerweile würde ich nicht sagen, dass ich gesättigt bin von irgendwelchen Messen. Aber es ist schon ein Unterschied. Also ich denke, wäre ich vor einem Jahr in St. Petersburg gewesen, hätte die ganzen anderen Sachen noch nicht gesehen, hätte ich das definitiv nochmal anders empfunden. Von einem Besucheraufkommen würde ich sagen, dass es heute echt angenehm war. Dadurch bedingt, dass halt Endverbraucher noch nicht auf der Messe waren, konnte man sich schon an einigen Ständen etwas länger aufhalten, ohne direkt weggeschubst oder weggedrückt zu werden, weil es zu voll ist. Das war auf jeden Fall sehr, sehr positiv. Ich habe heute auch schon ein bisschen geshoppt. Ich werde mal kurz was holen, dann kann ich euch... Jetzt geht die Musik hier an. Ich gehe mal kurz holen, was ich heute schon mitgenommen habe. So, dann habt ihr nämlich schon mal einen ersten Einblick, was ich so mitgenommen habe. Und zwar waren wir gerade noch zum Schluss mit dem lieben Dominik, mit dem lieben Simon und mit dem lieben Marc und Moritz und alle drum und dran. Ich werde das alles unten auch nochmal verlinken. Also alle Jungs, die dabei waren, die auch in dem Video zu sehen sind, werde ich unten in der Videobeschreibung nochmal verlinken. Hier habe ich mir ein Kopfbaubrett mitgenommen und zwar ist das von Orden. Die haben eine ganz coole Politik, ein ganz cooles Branding und zwar haben die Influencer aus Russland gefragt, ob die nicht Bock haben, verschiedene Produkte zu entwerfen, zu designen oder mit zu promoten. Und das ist eins der Produkte, die haben zum Beispiel auch Köpfe, Pfeifen, Mouthpieces und ich glaube, da waren noch bei Zangen waren noch dabei. An sich ein cooles Projekt gewesen von den Jungs und da habe ich mir dieses Kopfbaubrett ausgesucht. Hier ist noch Epoxidharz mit drauf, wenn zum Beispiel mal die Molasse aus dem Kopf läuft oder der Tabak sehr feucht ist, könnt ihr den Kopf oder den Tabak hier so drauflegen, dass der nicht in das Holz einsickert. Das ist zum ersten Piece. Was haben wir noch abgestaubt hier? Wir haben abgestaubt einen neuen Kopf von Oblaco. Einen Monokopf. Das ist, glaube ich, die neue Produktreihe mit neuen Colorways. Ich habe mir den pinken Oblaco als Killer Bowl mitgenommen. Und zwar feiere ich die Killer Bowl extrem für Must-Have. Und passend zu Must-Have, ihr wisst ja wahrscheinlich schon, dass Pinkman aktuell so mein Favorite-Tabak ist. Und passend zu Pinkman ist dieser Colorway natürlich perfekt. Ich glaube, da müsste noch ein Kopf drin sein. Schauen wir uns das Ganze nochmal an. Das kommt gleich noch. Oh, hier ist er. Nochmal ein Monokopf. Ich glaube, das ist ein Funnel M. Ja, den Oblaco Funnel M solltet ihr eigentlich schon kennen aus meinen Stories oder auch bei Yannick habt ihr den wahrscheinlich schon häufiger gesehen. Ist auch in dem neuen Mono Colorway. Diesmal in Blau. Mag ich auch sehr. Ist wie gesagt ein Funnel. Kein Mehrlochkopf wie die Killer Bowl. Hier nochmal im Vergleich die beiden Colorways. Ganz cool. Alle Nahaufnahmen und so weiter werdet ihr aber auch wahrscheinlich noch in meiner Story auf Instagram gesehen haben. So, als nächste Tüte habe ich mir was bei Element mitgenommen. Element, falls ihr es nicht kennt, ist ein russischer Tabakhersteller, der verschiedene Lines hat, die auch nach der Stärke jeweils sortiert sind. Ich habe mir jetzt hier drei Packungen mitgenommen. Es ist zweimal Lychee in der Earth-Variante. Das ist die stärkste Line von Element. Feier ich. Ist einer der besten Lychee-Flavor, die ich bisher geraucht habe. Und eine neue Sorte habe ich noch mitgenommen, das ist der Margarita. Hab den auf der Messe probiert, bin sehr gespannt, wie er zu Hause performen wird. Und was war noch dabei? Ach, ein Mundstück mit weißem Lanyard und goldenen Details. Fand ich eigentlich ganz schön. Habe ich mir auch mitgenommen. Ansonsten haben wir die Verpackung hier weg. Kommt hier eine sehr, sehr große Box. Und zwar hat mir der liebe Ilja von Must-Have dieses Probierpaket mitgegeben. In diesem Probierpaket sind, wie ihr es hier schon erkennen könnt, Dosen von Must-Have. Und zwar von jeder Sorte von Must-Have gibt es hier eine kleine Probierpackung. Finde ich ganz schön angerichtet eigentlich. Und zwar habt ihr hier so einen Einlass und hier sind alle Dosen drin. Und wenn ihr eine Dose rausnimmt, seht ihr, dass dann hier drunter nochmal Dosen sind. Ich weiß gar nicht, wie viele es insgesamt sind. Es müssten 24 sein. Falls nicht, korrigiert mich in den Kommentaren. Finde ich geil. Strawberry Lychee, extrem geiler Flavor. Den wollte ich auch unbedingt haben.
Pinkman habe ich euch ja gerade schon gesagt, mein Favorite aktuell. Gibt es natürlich auch in Russland, nicht nur in Deutschland. Und da sind auch noch viele weitere Flavor bei, wo der Ilja mir auch gesagt hat, dass zum Beispiel ein Flavor wie Kiwi Smoothie, den es aktuell in Russland gibt, auch zur Messe, also zur Frankfurter Messe im April, auch in Deutschland rauskommen wird. Ja, ich bin gespannt, freue mich aufs Probieren. Vielen Dank an der Stelle. Und ich glaube, dann habe ich nur noch eine Sache. Und zwar ist es von Zeppelin in der Clouds. Ich hatte das beim Flo schon gesehen. Schöne Grüße an Carbon Smoke an der Stelle. Der hatte sich in Moskau nämlich diesen Aufsatz schon mitgenommen. Wir waren vorhin nochmal mit den Jungs da und haben mit den Herstellern gesprochen. Und wir durften uns dann jeweils einen Kopf aussuchen. Und bei mir ist es dieser hier, sorry, kein Kopf, sondern den Aufsatz, den ich hier gerade versuche einmal aufzubauen. Diesen Gumminöppel hier dran zu machen. Das ist ein HMD, ähnlich wie ein Kalut Lotus. Ist hier in Bronze gehalten, finde ich ganz cool, sieht mal anders aus, hier drin sieht es ein bisschen anders aus, das sieht ein bisschen anders aus. Story-Beiträge folgen dazu und dann werde ich damit auch wahrscheinlich mal öfter rauchen, weil ich finde vom Design echt cool. Und der passt perfekt zu meiner Hoop, falls ihr die Hoop noch nicht kennt. Ich denke mal, die werdet ihr wahrscheinlich noch in Beiträgen bei mir sehen, aber auch in Story schon gesehen haben. So, ansonsten habe ich jetzt mal die Sachen weggelegt. Ich wollte euch nur ein kurzes Update geben zum ersten Tag der Messe. Ich weiß noch nicht, ob ich das in den nächsten beiden Tagen genauso machen werde. Ich werde euch aber auch immer mal wieder so ein paar Einspieler von der Messe zeigen. Ich habe heute ein bisschen was aufgenommen. Bin mir noch nicht sicher, ob ich morgen übermorgen auch was aufnehmen werde. Ich denke schon. Aber ich will euch da auch jetzt nicht jeden Tag mitnehmen, sondern das so als kompletten Zusammenschnitt zu machen. Deswegen hoffe ich, dass euch dieser kleine Einblick gefallen hat und wünsche euch weiterhin viel Spaß mit dem Video. Ansonsten, ich werde mich jetzt gleich zur Aftershow-Party vom lieben John Caliano begeben. Die ist in der St. Petersburger Innenstadt. Heißt, ich werde jetzt gleich nochmal eine Taxifahrt auf mich nehmen, die 40 Minuten circa dauern wird. Und danach treffen wir uns mit allen deutschen Jungs, die aktuell in St. Petersburg sind, in der Nuahule Elektrobar. Davon habe ich euch auch schon was gezeigt, vorgestern meine ich. Und ansonsten, bis später. So, schon besser mit der Kappe. Sorry dafür, dass ich noch so ein bisschen verpennt aussehe. Perfekt, den Tisch drehe ich auch gleich um. Ich bin gestern Abend erst so um 11:30 oder um 11 Uhr, glaube ich, wieder zu Hause angekommen. Wir sind nämlich erst um 19 Uhr deutscher Zeit da losgeflogen in St. Petersburg. Ich setze mich jetzt schon relativ früh an diesem Montag wieder hier hin, euch ein Fazit zu geben und diesen Vlog hier zu beenden. Hab mir hier auch schon mal eine Pfeife wieder angemacht. Die darf natürlich jetzt hier zum Fazit nicht fehlen. Und es gibt so ein paar Sachen, die ich gerne mit euch nochmal kurz ansprechen möchte. Ich hoffe, euch hat das natürlich so ein bisschen gefallen, wie ich das gemacht habe. Das war jetzt das erste Mal, dass ich so einen Vlog alleine versucht habe aufzunehmen. Deshalb war es für mich umso schwieriger, die Aufnahme alleine zu machen, mit den Herstellern zu reden, mit der halben deutschen Shisha-Szene dort auch ein bisschen Quality-Time zu verbringen, sag ich einfach mal, weil es waren gefühlt, keine Ahnung, 30 deutsche Leute dabei, die aus der Szene kommen, die ich auch sehr gut kenne,
mit denen ich auch sehr viel Zeit verbracht habe, aber natürlich auch so ein paar Leute, die nicht aus Deutschland kommen, wie zum Beispiel Sakamoto, mit dem habe ich auch ein paar Abende abgehangen oder ein bisschen Zeit verbracht. Deswegen war es so ein bisschen schwierig, auch immer die Cam dabei zu haben. Nichtsdestotrotz hat es mir natürlich gefallen. Ich würde es definitiv nochmal so machen. Die Hooker Club Show verglichen mit den anderen beiden Events, wo ich auch schon in Russland war, also einmal das John Galliano Summer Festival, das habt ihr auch schon mal in einem anderen Video so ein bisschen erklärt bekommen. Da war ich ja letztes Jahr im Sommer, wie das Summer Festival eigentlich auch schon aussagt. Und bei dem Christmas Sale war ich auch mit den Jungs, also mit Corbin, Henrik, Yannick, Max, nee, Max war nicht dabei, aber Flo und Raoul und so weiter. Da war ich ja auch schon am Start. Und ich finde, verglichen mit diesen beiden Events muss ich ehrlich gestehen, dass ich das Summer Festival an Platz 1 sehe, bei meinem persönlichen Ranking, weil das Feeling einfach noch ein bisschen cooler war als jetzt bei der Hooker Club Show. Die Hooker Club Show würde ich an Platz 2 setzen, weil echt eine Menge an coolen Herstellern, eine Menge an coolen Produkten zu sehen ist. Du kommst viel, viel enger in Kontakt mit den Herstellern, also kannst viel, viel attraktivere Gespräche führen, eine Aroma an der Stelle. Und ja, das sind so die Faktoren, wieso ich diese beiden Plätze relativ safe sehe. Und Platz 3, das Christmas Sale Festival, war relativ klein, war vom Feeling auch cool, aber wird dadurch bedingt, dass die Hooker Club Show doch ein paar mehr Hersteller da hat und mehr den Messecharakter vermittelt, doch eher auf Platz 3 setzen. Also ja, ansonsten habe ich mir auch überlegt, für alle die, die diesen Vlog jetzt geschaut haben, ich werde in den nächsten Tagen, nachdem das Video jetzt hier online geht, auf Instagram nochmal in meiner Story fragen, welche Fragen ihr zu dem Trip habt, zu der Messe habt, zu den russischen Sachen habt. Das haben wir ja letztes Mal auch so gemacht, Yannick und ich, als wir in Moskau waren. Vielleicht fallen euch aber jetzt noch neue Fragen ein oder auch weitere Fragen zu einer russischen Messe. Das werde ich in den nächsten Tagen auf jeden Fall nochmal in meiner Story einbinden, dass ihr dort Fragen stellen könnt. Dann werde ich definitiv auch mal auf diese Fragen eingehen. Wahrscheinlich auch im YouTube-Format. Und damit es einfach ein bisschen ausführlicher ist, damit ihr auch auf alle Fragen, die ihr mir auch über das Wochenende hinweg oder auch die Tage davor geschrieben habt, welche Fragen dann aufgekommen sind über Russland, damit ihr da auch ein bisschen ausführlicher Bescheid wisst. Und ansonsten würde ich mich wie immer freuen, wenn ihr eine Bewertung unter diesem Video da lasst. Natürlich würde ich mich noch mehr freuen, wenn es ein Daumen hoch ist. Auch Feedback in den Kommentaren ist sehr, sehr gerne gesehen, weil, wie gesagt, ich habe es das erste Mal alleine gemacht und Verbesserungsvorschläge würde ich auch sehr, sehr gerne nehmen. Wenn ihr jetzt zum ersten Mal auf diesem Kanal vorbeischaut, würden Yannick und ich uns natürlich freuen, wenn ihr uns auch ein Abonnement da lasst. Und das Maximum aller Gefühle wäre natürlich, wenn ihr die Glocke aktiviert, weil dann würdet ihr kein Video mehr verpassen und würdet bei jedem Upload oder bei jedem neuen Upload eine Benachrichtigung erhalten. Und abschließend kann ich sagen, ich habe auch eine Menge an Produkten mitgenommen. Wenn ihr dazu auch nochmal ein extra Video sehen wollt, wie zum Beispiel ein Haul oder Latest Pickups aus Russland, auch auf YouTube, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Da werde ich auch nochmal dazu ein Video machen, weil es ist echt eine Menge an Stuff mitgekommen. Vielen Dank auch an den lieben Dominik. HookerDM ist auch unten in der Beschreibung mit drin, der Link zu seinem Instagram-Account. Der hat mir da geholfen, der ist nämlich ein Boy aus Deutschland, der Russisch spricht. Und hat mir da auf jeden Fall geholfen, mit den Herstellern so ein bisschen in Kontakt zu kommen. Wie gesagt, falls ihr es sehen wollt, in die Kommentare. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.